Hallo und willkommen zurück zu Dragon Ball Legends. Wir machen jetzt weiter mit der Story. Meine Charaktere sind so viel Level 2500. Team hat sich nicht geändert. Hab nur Scheiße aus dem Pack bekommen, wo Goku Black Super Saiyan Rosé drin ist. Nur Scheiße, nicht mal ein Sparking. Was war anderen Account habe ich das noch beschisseneres bekommen? Nur Heroes, weil ich so viel Pech hatte. Ich bin Pechmaster XD3. Lass es uns angehen! Der falsche Fieser hat uns seine Gefolgsache werden platt gemacht! Hua! Okay. Der Part läuft nicht mal zwei Minuten. Schon der erste Kampf ist vorbei, okay? Und da gibt's nicht mal was. But you will keep it up for longer. You know you can't win. Ja, es gibt wieder Story. Das wäre nämlich eine sehr kurze Folge. Ja, Bastarde, wir machen euch fertig. Sich so von dem Betrüger täuscht zu lassen, was für nichts nützige Untergebene. Weißt du, Fieser, aber lasst das zum Sonntagkommando. Auf geht's, Leute. Jawohl. Nehmt das. Und das. Rekup-Kick. Ihr seid fällig. Haha, es macht mir gar nichts. Diese verdammten. Ihr habt wohl auch eure Frucht mit der Frucht des Machtbaums gesteigert. Eure Kraft mit der Frucht des Machtbaums. Die Frucht mit dem Frucht des Machtbaums gesteigert, ey. Gaha, die letzten Würmer kriechen aus ihren Löchern. Jetzt wird's interessant. Du bist. Und dieser Kerl, von dem ich euch berichtet habe. Du bist also Meister Fieser? Du bist dieser weiße Typ von damals. Ja, er hat sich also gezeigt. Er geht ein Appa und Charlotte. Ihr, ich weiß bereits alles über euch. Ihr habt keine Chance. Was für ein interessanter Witz. Dann zeigt, was du drauf hast. Let's get started.
Sorry, wenn ich jetzt nicht viel sage, was soll ich dazu sagen? Oh, jetzt kriegst du 17 angestürzt. Oh nein, er kriegt Feuer auf die Fresse. Oh, er benutzt seine Fähigkeit. Absolutes Selbstvertrauen. Und er killt den Widersoldat. Oh mein Gott. Mach dich auf was gefasst. Ja. Was? Er hat mein Ki mit den Händen aufgesaugt. Oh. Schon, das war ja keine Energiekugel oder sowas ab. Dieser Typ, er benutzt eine seltsame Technik, bei der er mit seinen Handflächen Energie absorbiert. Also kleine direkt, also keine Direktangriffe. Da müssen wir uns, da müssen wir wohl die Fäuste sprechen lassen. Also los. Also wird das nicht richtig Level 15 und 27 du. Okay, also immer noch scheiße Spaß. Holt sich Verstärkung. Nee. Die Werte unterscheiden sich von den zuvor gemessenen Daten. Wir wissen, wir werden mit jedem Kampf stärker und stärker. Dachtest du, dass du etwa von dir ausgewählte Daten ewig gültig sind? Mach dich bereit. Ich muss mich nicht bereit machen. Wie stark ihr auch sein mögt, ihr seid euch zahlenmäßig überlegen. Für dich kommt jeder Aufdruck zu spät. Du hast es also nicht anders gewollt. Machen wir euch fertig. It's the fight we're looking for. Finish it! Finish him! Ja, das reicht doch jetzt auch. Oh, ich hasse das. Ich hasse C19 in dem Spiel. Er ist so nervig. Er ist nicht stark, er ist nervig. Ich glaube, er ist einfach nur nervig. Ja! Von Creation kommst du schon.
Boah, es wäre voll cool, wenn Charlotte Hakai lernen könnte. Das wäre richtig geil. Wäre aber wahrscheinlich nicht gern. Er kann wahrscheinlich sowas wie Destructor, Skullig Gun, Kamehameha oder irgend sowas. Ha! Das hat schon mal mehr Spaß gemacht als die Schwächlinge davor. Aber das nimmt kein Ende. Wenn es so weitergeht, kürzt erst die Booster aus. Regelst du etwa schon? Waschlappen, sollen wir noch mal dein Durchhaltevermögen trainieren? Erinnere mich nicht daran, das tue ich mir kein zweites Mal an. Diese Mistkerle benutzen alle die Frucht des Machtbaus, um ihre Kraft zu steigern. Einer gegen eine wäre kein Problem, aber wenn das so weitergeht, sind wir im Nachteil. Was sollen wir machen? Sieh einfach zu, wenn ich mit meinen Vermutungen richtig liege, sollte sich die Situation bald ändern. Uwa, was für eine Stärke. Ist das wirklich der falsche Meisterfüßer, gegen den wir kämpfen? Was, wenn das der echte ist? Oh Mann, da verlieren sie gleich die Nerven. Naja, von gewöhnlichen Soldaten kann man wohl nicht mehr erwarten. Dann wird es wohl Zeit für die nächsten Maßnahmen. Soldaten, hör zu, stellt das Kämpfen ein. Es ist nicht zu leugnen. Die Stärke des echten Kaisers des Welt, das ist unvergleichlich. Jedoch noch so begriffen stutzig Soldaten muss aufgefallen sein, dass du das Original bist. Sie lassen sich nicht länger täuschen. Hüff, und was jetzt? Gibst du dich jetzt geschlagen? Was fühlst du eigentlich im Schilde? Nicht doch, aber dafür ist es noch zu früh. Aber ich habe einen guten Vorschlag. Unser Meister Frieser hat deine Stärke anerkannt und würde sich gern persönlich mit dir unterhalten. Sieh mal an, eine Friedensverhandlung. Also glaubt er etwa, dass ich diesen Punkt noch auf so ein Angebot angehen würde? Ah, aber das wirst du, oder? Das liegt in deiner Natur. Das ist ja die Chance, die Person zu treffen, die so übel mitgespielt hat. Du würdest diesen Kerl mit deiner eigenen Hetze zur Strecke bringen, oder? Du hast die Situation gut erfasst. Außerdem beginnen unsere Soldaten zu realisieren, dass du der Echte bist. Es macht keinen Sinn, die Zahl der eigenen Soldaten weiter zu dezimieren, oder? Ja, ich frag mich, was du wirklich aussagst. Nun, wie dem auch sei, ich werde auf deinen Vorschlag eingehen. Ich habe in der Tat einige Fragen, die ich diesem selbsternannten Frieser gerne stellen würde. Hey, was anderes hätte ich vom Kaiser des Weltalls auch nicht erwartet. Wir haben eine Abmachung. Meister Frieser, wartet bitte. Es ist möglich, eine Falle. Es ist möglich, dass es sich um eine Falle handelt. Würdet ihr es erlauben, euch zu begleiten? So wenig Vertrauen, nur mehr entwegen könnt ihr mitkommen. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass sie mit mir in einer Falle etwas gegen mich ausrichten können, aber na gut, man wird schließlich nicht ernst nehmen, wenn ich nicht auch ein oder zwei Untergebene mitnehme. Also Vegeta und seine Leute begleiten mich, das Genio-Kommando war draußen. Jawohl, vielen Dank. Ist das euer Ernst? Wir reden anstatt zu kämpfen? Ich glaube nicht, wie langweilig. Trottel, nicht rüttel dich so rum, kommt schon. Das stinkt zur Hölle, kann man diesem Teufel überhaupt vertrauen? Deshalb gehen wir ja mit. Hört auf zu meckern und bewegt eure Füße. Was ist denn plötzlich? Warum machst du so ein furchteinflößendes Gesicht? Es ist die einmalige Chance des Anführers, des Feindes und Füße gegeneinander auszuspielen und so beide auszuschalten. Lass ich mir auf keinen Fall entgehen. Sind wir im Inneren des Raumschiffes? Charlotte, träum nicht vor dich hin, willst du versteckt des Feindes. Ja. Naja, da wären wir, dieses Zimmer. Wer hätte das gedacht? Schön, dass ihr gekommen seid. Du bist also der Kommandant der Armee. Es wird Zeit, dass wir uns kennenlernen. Ist das wahre Gesicht des falschen Fieses? Sieht irgendwie langweiliger aus, als ich gedacht habe. Beurteile ihn nicht an sein Aussehen. Er ist gefährlicher, als man vermutet. Mein Name ist Frost. Wie ihr bereits vermutet habt, bin ich nicht Frieser. Aber wie ich nicht anderes zu erwarten habe, hat Meister Frieser es trotzdem widrigen Umständen bis hierhin geschafft. Lassen wir das dumme Gerede, Frost. Warum gibst du nicht für mich aus? Du willst also gleich zur Sache kommen? Na schön. Der Grund ist nämlich, an mich zu rächen. Oh, Rache, wie überrascht. Ich erinnere mich nicht, dass ich dir einen Grund gegeben habe, mich zu hassen. Immerhin sind wir uns heute zum ersten Mal begegnet.
Für dich mag das stimmen, aber für mich sieht das anders aus. In meiner Zeit wurde früher einmal das sogenannte Turnier der Kraft abgehalten. Dieses Turnier hatten Freezer und ich uns miteinander verbündet. Aber dann hat der gute Freezer hier mich betrogen und so unverdient das Turnier gewonnen. So, der Kampfkraft steigt. Er scheint nicht in der Stimmung für eine friedliche Unterhaltung zu sein. Das passt mir gut. Diese Demütigung, was du getan hast, ist unverzeihlich. Ich werde es nicht auf mir setzen lassen. Deswegen plante ich von Anfang an, den Freezer in dieser Zeit gerufen wurde, die gleiche Demütigung spüren zu lassen. Das heißt, Freezer ist wirklich durch unglückliche Umstände in die Sache verwickelt worden? Das fragst du mich? Ich habe es sehr genossen, dich die Fassung verlieren zu sehen, als du von diesem Untergebenen wie ein Betrüger behandelt wurdest. Wie fühlst du dich jetzt? So. Wer hätte gedacht, dass das so etwas Lächerliches sein würde? Was? Dass du aus so einem kindischen Grund meinen teuren Untertanen benutzt und die ganze Scharade inszeniert hast. Du bist so dumm, dass sich mein Zorn in Luft aufgelöst hat. Was sagst du da? Aber es ist kein Wunder, dass ich ein Versager wie du zum Affen mache. Wie kannst du es wagen? Dein vergangenes Ich hat mich immer wie ein Versager behandelt. Ich habe dich herabbestellt, weil ich deinen frustrierten Gesichtsausdruck sehen wollte. Du bist tot, Freezer! Wenn ich einmal stirb, dann du. Wie ich mir gedacht habe, sie fangen an zu denken. Sie sollen zuerst auf Abstand gehen, Charlotte. Nicht so schnell. Thales! Ausgerechnet jetzt. Wie es aussieht, sind die Verhandlungen gescheitert. Tut mir leid, aber das heißt, ihr müsst jetzt sterben. Jetzt zeigst du alle dein wahres Gesicht. Ich habe auch Anfang an nicht getraut. Herr Visa und Jin sind eben doch auf einer Wellenlänge. Oh, Vegeta kämpft mit. Soll ich wirklich? Ich vertraue Vegeta. Vegeta kämpft gegen Thors. Der Kampfkraft ist so viel höher, als ich beim ersten Mal da war. Meine Kampfkraft, glaube ich, war 600.000. Und es ist ja kein Jahr. Und dann später in dem Kapitel war ich sogar unter dem Kampfkraftlevel. Und jetzt bin ich einfach fast 500.000 höher. Zumindest ist der Hero, der Vegeta. Da kommst du nämlich im letzten Kapitel auf schwer, hat man Guldo noch dazu bekommen, mit dem man gespielt hat. Okay, Vegeta, du gehst hart. Okay, er macht gar nicht so wenig dann halt. Okay, er braucht noch die Schnauze. Todeskiller! Okay, die sind perfekt wie angry, Gallic-Strahl! Und Vegeta hat Thors besiegt. Wenn ich schon die Chance habe, mit Vegeta Thors zu klatschen, dann klatsche ich auch mit Vegeta Thors. Puh, ihr seid wirklich gut, Prinz Vegeta, man nennt dich nicht umsonst der Kampf-Genie. Selbstverständlich, hättest du wirklich gedacht, ein niederreichender Krieger wie du könnte gegen uns gewinnen? Also rück schon mit der Sprache raus, so hat der Bulma gefangen. Sei nicht so ungeduldig. Wenn dieser Aufruhr hier vorbei ist, werde ich es euch sagen. Ich gebe jedenfalls auf, ihr müsst also nur noch Frost besiegen. Was hast du vor? Wir werden uns später noch wirklich mit unterhalten. Hey, Nappa, fessel den Typen hier bald in dem Auge. Alles klar, aber lass das mir. Schlott, wir gehen beide zurück zu Fieser, folgt mir. Hey, Vegeta, warte mal. So,
sowas. Der erhabene Frieza scheint am Ende zu sein. Puh, ich bin noch nicht fertig. Meister Frieza. Hey Frieza. Wie schön, dass ihr uns Gesellschaft leistet. Sieht so aus, als wäre Frieza im Unterlegen. So wird das sich für ihn gegenseitig fertig machen. Bleibt uns wohl nichts übrig, als ihm beizustehen. Frieza, du gehörst wie ich der Rasse der Changelians an, nicht wahr? Also warum verwandelst du dich endlich und zeigst deine wahre Stärke? Was sagt Frieza gehört zur Rasse der Changelians? Bei so jemandem wie dir ist es gar nicht nötig, dass ich mich verwandle. Dann gehöre ich mir diese abfällige Dackt nicht mehr an. Wie du willst. Dann werde ich dich mit einem überwältigenden Unterschied unserer Kraft zeigen. Huah! Hey, dieser Bastard, er hat die Frucht des Machtlos gegessen. Verflucht, das wird ihn noch stärker machen. Bis jetzt verläuft alles wie erwartet. Hör, das spaß ich jetzt gerade erst an. Hört zu, ihr zwei, greift ihn mit mir an und hört nicht auf ihn. Und hört nicht auf, Schaden zuzufügen. Mit seiner Kampfkraft von 500.000. Okay. Das ist ja derselbe Vegeta wie vorher. Also werden wir versuchen, mit Meister Frieza zu kämpfen. Ah, der hat auch das. Was? Keine Wirkung, gehört. What the fuck? Der Frost bringt gerade die Scheiße auf Frieza. Und macht doch irgendwie null Damage. Be gone! Ich glaube, dieser ist tot. Oh nein. Aha! Okay, das ist jetzt. Du hast genug gemacht, Frieza. Mist, er scheint nicht mehr zu spüren. Was für ein Monster. Es gibt keinen Zweifel, diese Stärke übertrifft die von Frieza. Wenn das so weitergeht, werden wir eher alle drauf gehen, als dass mein Plan aufgeht, dass sie sich gegenseitig platt machen. Aber warum wird Frieza in dieser brenzligen Lage so ruhig? Haha, was ist denn los? Eine Frucht des Wachs scheint für dich ganz zu reichen. Was sagst du da? Spürst du immer noch so große Töne? Spuckst du mal so endlich auf mit mir, Prallerei. Mit der Prallerei und zeig mir, was du drauf hast. Tut mir sehr leid, aber gegenüber Versagern prahle ich nicht. Das wirst du bereuen. Wenn du die Klappe so weit aufreißt, werde ich dir den gewaltigen Unterschied unserer Stärke spüren lassen. Hör! Was soll er doch eine Frucht gegessen? Jetzt haben wir keine Chance mehr zu gewinnen. Jetzt bleibt uns nur noch nichts anderes zu tun, als zu fliehen. Wenn ich das schon ich sage es nur eine Falle. Falls ihr Anstalten zu fliehen macht, werde ich euch töten. Also, was? Aber der Unterschied zwischen der Stärke dieses Kerls und unserer ist nicht zu leugnen, wenn das so weitergeht. So ein Schwachsinn, als ob wir einfach den Schwanz einziehen und fliehen würden. Ich werde dich davonlaufen. Den Mistkerl mache ich fertig. Zieht dir nicht ähnlich, Charlotte. Sei Idiot. Habt ihr nur einen Befehl von mir? Hört nicht auf anzugreifen, alles klar. Ich garantiere euch, bis zu unserem Sieg wird es nicht mehr lang dauern. Was denkt er sich nur? Er meint, dass wir gegen die Typen gewinnen können? Er ist schwächer geworden. Rettet nur, so schnell ihr könnt. Der Kerl dreht langsam durch. Mist, können wir nicht mal einmal mehr fliehen. Ha.
Es ist wohl an der Zeit. Was soll passiert mit ihm? Während der Informationen über der feindlichen Armee gesammelt habe, habe ich einiges über diese Frucht des Machtbaums herausgefunden. Die von uns gefangen genommen Soldaten waren so freudig, mir davon zu erzählen. Um die Truppstärke der Armee zu steigern, haben sie die Frucht des Machtbaums gezüchtet. Aber sie sind doch nicht im Versuchsstadium. Da gibt es in der Praxis noch ein paar kleine Probleme. Wenn man viele Früchte auf einmal isst, bricht der Körper anscheinend unter der Gewalt überwältigenden Kraft zusammen. So ist es also. Das bedeutet, je öfter man die Frucht des Machtbaums benutzt, desto riskanter wird es. Du wusstest das und du hast den Kampf absichtlich in die Länge gezogen. Diese gezüchtete Frucht des Machtbaums ist unvollkommen eine billige Imitation, die es nicht mit dem Original aufnehmen kann. Genau wie du auch. Was sagst du da? Hey, ich weiß nicht, was für eine bittere Erfahrung du mit meinem zukünftigen Ich gemacht hast, aber du bist und bleibst ein Versager. Hä? Wie kannst du es wagen? Du nennst mich schon wieder ein Versager. Hey, wie geht's, Charlotte? Bereite dieser Phrase ein Ende. Jawohl. Hey, das brauchst du mir nicht zweimal sagen. Verdammt! Frieza! Oh, der Gott der Zerstörung darf ihn zerstören. Ja, du. Oh mein Gott, das macht viel weniger Damage als erwartet. Okay, es macht gar keinen Damage. Okay, es macht überhaupt gar keinen Damage. Ich freue mich schon, das so schwer zu machen. Ha! Give up and surrender. Oh Gott, danke nicht. Damage. Boah, sie hätten one-hitten. Das hätten fast one-hitten können. Zwar noch unvollkommen sein, aber in dieser gezüchteten Frucht des Machtbaums steckt ein großes Potenzial. Ich werde sie weiter verbessern und dann zu einer perfekten Waffe machen. Also du kannst ruhig und gewiss sterben. Selber schuld. Wer auf solch dumme Idee kommt, wie Rache an Frieza zu nehmen, hat es nicht anders verdient. Irgendwie haben wir es also geschafft, diesen Schloss zu besiegen. Wie ärgerlich, dieser Mistkerl Frieza ist ein Genie. Er ist doch was vorgerissen. Und mein Plan, beide gleichzeitig auszuschalten, ist in die Hose gegangen. Das ist gar nicht gut. Captain Ginyu. Ja, wie nicht anders von Meister Frieza zu erwarten, hat er den Betrüger auf eine beeindruckende Weise besiegt. Meister Frieza ist wirklich der Beste. Meister Frieza. Hört mal her. Ich habe soeben den unverschämten Lügner, der meinen Namen beschmutzt und die Armee kontrolliert hat, für seinen Untertanen bestraft. Auch wenn ihr euch habt täuschen lassen, habt ihr doch einiges mitgemacht, aber sorgt euch nicht. Jetzt, wie ich zurück bin, könnt ihr wieder ein stolzes und Mitglied der stärksten Armee im Universum sein. Ja, was sagt er da? Wir sind auf den falschen Frieza reingefallen? Was zum... Ganz genau, der einzig wahre Meister Frieza hat euch von der Kontrolle des Betrügers gerettet. So als wären sie Gedanken kontrolliert worden. Meister Frieza hat uns alle gerettet. Ich verstehe zwar nicht ganz, aber was hier los ist, aber hurra! Mach es mir nach und Lobpreis unsere Meister Frieza. Lang lebt Meister Frieza! Lang lebt Meister Frieza! Hurra! Irgendwie nervtötend. Hey, Ginyu versteht, was Sache ist. Meister Frieza, geht's euch gut?
Ja, natürlich. Es freut mich zu sehen, dass ihr auch alle unversehrt zu sein scheint. Übrigens, wir haben diesen Zerginder am Zahles gefangen genommen. Was sollen wir mit ihm tun? Gute Frage. Ich werde mich darum kümmern. Trete zurück. Einen Moment, weil wir müssen wohl was auch noch aus diesem Tales rausbekommen. Ja, ich verstehe schon deine Erlegenheit. Hervorragend wohl. Hey, endlich beginnst du auch mich zu verstehen, Charlotte. Red keinen Müll, ich will dich überhaupt nicht verstehen. Dann werde ich auch, das werde ich auch nicht einfach tun. Was ich will, das Innere dieses Raubschiffs durchsuchen. Wage es, ja, dich Tales zu töten, bevor meine Angelegenheit geklärt ist. Hast du verstanden? Ja, wie fangen wir die Sache am besten an? Und das war's mit dem Kapitel. Haut rein und tschüss.